Das Trinken aus einem Glas. Bewegungen, die für den gesunden Menschen selbstverständlich sind und meist unbewusst passieren. Diese einfachen Dinge des Lebens sind jedoch für Menschen mit einer Lähmung oft nicht realisierbar. Eine 58-jährige Amerikanerin, seit 15 Jahren durch einen Hirnschlag komplett gelähmt und sprechunfähig, hat dies nun geschafft. Durch ihre bloßen Gedanken dirigiert sie einen Roboterarm mit einem vollen Gefäß mit Kaffee. Entwickelt wurde das System unter der Leitung von Professor Dr. Patrick van der Smacht vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, und dem Neurowissenschaftler Professor Dr. John Donoghue von der Brown University in den USA. Das System ist insoweit einzigartig, dass wir die Möglichkeit haben, um mit Locked-in-Patienten, das heißt also Patienten, die keine Kommunikation nach außen haben, über Körperbewegung, keine Armbewegung, keine Beinbewegung und meist auch nicht reden können, trotzdem ein Robotersystem steuern lassen können, um zur Assistenz, zur Hilfe in tagtäglichen Sachen. Über einen im Gehirn implantierten Sensor werden die Gedanken in Form von neuronalen Signalen übertragen. Dieses winzig kleine Implantat befindet sich genau in dem Hirnareal, das bei der Steuerung der willkürlichen Bewegungen involviert ist. Über eine Verbindung am Kopf gelangen die neuronalen Signale vom Implantat auf den Computer. Die Aufgabe von Professor Donoghue war die Dekodierung der Signale. Dieser kleine Sensor mit den hauchdünnen Elektroden nimmt nur ein paar Dutzend der Impulse auf und diese Signale tragen die Information. Wenn eine Person denkt, ich möchte nach dem Glas greifen, sagen die Kommandos eigentlich, strecke den Arm nach vorn, ziehe den Arm zurück, aber in einer sehr abstrakten Art und Weise. Es ist so, dass von den Hirnsignalen nicht genau bekannt ist, wofür jedes Neuron dient. Das heißt, wenn ich ein Hirnsignal aufnehme, dann ist es nicht ganz klar, dass dieses Hirnsignal eine Armbewegung bedeutet. Das Gleiche ist, wenn ich ein Muskelsignal aufnehme, dann ist es nicht ganz klar, wenn ich ein Muskelsignal X habe, welche Bewegung das bedeutet von meinem Arm oder Finger oder was auch immer. Und die Dekodierung von diesem Signal in eine Bewegung vom Roboterarm mit der richtigen Richtung und der richtigen Geschwindigkeit und so weiter, da liegt eben das Know-how und die Arbeit, wo wir uns darauf konzentrieren. Ein Forscherteam um Professor van der Smacht entwickelte am Institut für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ein Softwareprogramm, das die Kommandos für den Roboterarm umwandelt. Den extrem beweglichen künstlichen Arm mit Hand gab es bereits am Institut. Eine große Herausforderung war die Übertragung der Signale in eine dreidimensionale Bewegung. Dies war Teil der gemeinsamen Leistung mit Professor Donoghue. Wenn ich auch noch rauf und runter gehen kann, ist natürlich komplizierter dann eine Bewegung nur in der Fläche. Und umso komplizierter die Bewegung, umso schwieriger ist es, um diese Informationen aus dem Hirnsignal zu destillieren und zu korrelieren. Die Testpatienten, denen dafür ein Sensor implantiert wurde, leben in den USA. Deshalb wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Signalübertragung auf den Roboterarm anhand von Muskelkontraktionen getestet, die ähnlich verläuft wie bei der Gedankenübertragung im Gehirn. Damit der Roboterarm nicht zur Gefahr für den Patienten wird, stoppt er, sobald ein unerwarteter Kontakt mit einem Körper oder Gegenstand stattfindet. 7 Jahre nach Beginn des Projektes und 2 Jahre nach dem ersten Versuch gelang am 12. April 2011 endlich der Durchbruch. Zum ersten Mal konnte die Patientin ohne Hilfe einer anderen Person aus einem Becher trinken. Es war atemberaubend, wie man in dem Video sieht, wie unsere Teilnehmerin Kathy ihren Arm benutzt, um Kaffee zu trinken. Das große Lachen auf ihrem Gesicht zeigt, was für eine Leistung das Ganze ist. Ich hoffe, dass wir in vielleicht 5 bis 10 Jahren, es ist sehr schwer einzuschätzen, die Möglichkeit haben, so ein System einer größeren Gruppe von Patienten zur Verfügung zu stellen, um wieder etwas Beweglichkeit, etwas Autonomie zurückzukriegen im Leben. Die Arbeit ist eine weltweit einzigartige Pionierleistung und eine große Hoffnung für Menschen mit Behinderung.